Hallo, hier ist Stefan Mayhofer. Heute mal nicht am Fußballplatz, sondern hier im Cineplex. Okay, also mein erster Film, ist jetzt schwer. Ich bin auch schon jetzt etwas älter, aber der Moment, wo ich mich am meisten an das erinnere, ist eigentlich mit meiner ganzen Familie, mit meiner Tante, mit meinem Bruder. Und da waren wir damals im Kino und haben uns Apollo 13 angeschaut. Und das ist einfach so, auch heute, wenn ich noch irgendwie den Film sehe oder irgendwo lese, dann kommt mir immer dieser Moment, wo wir da damals alle gemeinsam, die ganze Familie im Kino waren, dieser riesige Kinosaal und einfach der Film und die Handlung und Tom Hanks. Und ja, das war einfach von der ganzen Atmosphäre her und so einfach der emotionalste Moment, wo ich sage, ja, an das erinnere mich gern zurück im Kino. Und war ein guter Film oder ist ein sehr, sehr guter Film mit guten Schauspielern und ist ein schöner Kinomoment. Ja, also der perfekte Kinobesuch. Also ich bin jemand, der nicht alleine ins Kino geht. Ich bin immer in Gesellschaft, bin mit Freunden, Familie, Freundin und ich möchte mich auch danach über den Film unterhalten, egal was jetzt dann war, ob es ein Liebesfilm war oder einfach eine Komödie oder ein Horrorfilm, dass man danach sich auch unterhaltet und einfach von jedem einzelnen irgendwie die Emotionen von dem Film irgendwie rüberbekommt. Und ja, bei mir als Fußballer, wenn du in der Fußballmannschaft bist, dann gehst du vielleicht mal nach dem Training am Abend noch was essen, dann vielleicht so spontan ins Kino und dann ja, das ist eigentlich so der perfekte Abend, ganz gemütlich, noch kurz einen Film anschauen, vielleicht danach noch auf ein Getränk, sich unterhalten über den Film und ja, das war's. Ja, also die perfekten Zutaten für einen Film, also ich glaube, wenn ein Schauspieler mitspielt, wie Bruce Willis, der bringt einfach als Persönlichkeit, als Schauspieler schon so viel mit, wo du einfach alles hast und ja, aber auch klar, wenn eine schöne Stadt zum Sehen ist oder einfach eine Landschaft, wo du einfach viele Sachen hast oder auch Til Schweiger zum Beispiel, Christoph Waltz, solche Schauspieler, die bringen auch einfach wirklich als Person so viel mit, dass du einfach sagst, ja, da ist, wenn vielleicht der Film oder die Handlung nicht so gut ist, aber der Schauspieler ergänzt das einfach wieder und macht das einfach besser und ja, das sind, glaube ich, wichtige Zutaten. Mein absoluter Lieblingsfilm, es gibt mehrere, aber ich sage einfach mal so Pulp Fiction, absoluter Burner, Wahnsinn und ja auch Stirb langsam, 1 und 3, richtig, richtig gut. Ja, da ist wieder Bruce Willis, ein super toller Schauspieler, bringt einfach alles mit, ein Spaßfaktor, Unterhaltung und ja, immer ein Schmäh drauf, Action, ist alles dabei. Ja, Wolf of Wall Street war mein letzter Film, den ich im Kino gesehen habe. Super toller Film, tolle Schauspieler, unglaublich lustige Szenen dabei und hat echt Spaß gemacht, auch wenn er fast 3 Stunden dauert und das Urverrückte auch, weil halt echt extreme Sachen in dem Film passieren und hinter uns im Kino, in der Reihe hinter uns ist ein älteres Ehepaar gesessen und ich habe gedacht, hey, wow, also das sind echt arge Sachen, die da wirklich vorkommen, du die wirklich so extrem siehst und wie die reagieren und ja. War ein guter, lustiger Film und Unterhaltungswert auf jeden Fall sehr hoch. Ja, ich bin eindeutig der Popcorn-Typ und ich wünsche euch nun gute Unterhaltung. Schönen Abend noch.